So. Oh, das sieht gefährlich aus. Bist du dir sicher? Klar bin ich mir sicher. Gibt es eigentlich eine Klar-bin-ich-mir-sicher-Versicherung? Pflichtspielauftakt für die TuS Koblenz im neuen Kalenderjahr 2023. Die Schengel sind zu Gast beim FV Engers. Ein echtes Topspiel. Mit einem Sieg kann die TuS auf Platz 1 rücken. Gewinnt der FV Engers, schließen diese auf zu den Spitzenpositionen. Ein Spiel, das allerdings auch im Vorfeld beinahe nicht stattgefunden hätte. Denn es gab einen ernsthaften medizinischen Notfall bei einem Spieler der TuS Koblenz. Wenige Stunden vor Anpfiff dann die Entwarnung aus dem Krankenhaus, sodass doch nach anfänglicher Absage gespielt werden konnte. Die Schengel von rechts nach links, erster Abschluss, Dylan Esmel, aber dann noch deutlich am Tor vorbei. Die erste Gelegenheit des FV Engers, dann hingegen nur eine Spielminute später. Der FVE kommt über die rechte Seite, macht das richtig gefährlich, flache Reingabe und Sören Klappert rauscht da nur knapp am Ball vorbei. Engers war es auch, die hier in den Anfangsminuten das Spiel unter Kontrolle haben sollten. Kopfballgelegenheit für Stiefenhofer. Die Schengel haben ja aufgrund der Hiobsbotschaft des Spielers mit dem medizinischen Notfall nicht einmal das Abschlusstraining durchführen können. Stattdessen nächste Gelegenheit für den FV Engers nach einem Standard. Shaqiri konnte auf der Linie klären. 34. Minute bereits. Das Spiel lebte nicht von den Highlights, sondern von der Spannung. Auch dieser Standard gehörte nicht zu den Höhepunkten dieses Fußballspiels. Anders dann diese Situation. 35. Spielminute. Esmel wird zu Fall gebracht von Klappert und es gibt den Strafstoß für die Koblenzer, die seit der 6. Spielminute durch diesen Abschluss, der deutlich am Tor vorbeiging, offensiv gar nicht in Erscheinung traten. Das alles ist allerdings egal. Esmel gegen Husic, 1:0 für die TuS Koblenz. 36. Spielminute, das 9. Saisontor für Mr. Zuverlässig. Dylan Esmel kaum vom Ball zu trennen und vor dem Tor eiskalt. Die Führung für die TuS Koblenz, die mit lautstarkem Anhang nach Engers angereist ist. Die Highlights natürlich schon etwas länger her aufgrund personeller Engpässe. Demnach geht es mit einem 0:1 in die Kabinen zwischen Engers und der TuS Koblenz. Mehr sollte nicht mehr passieren. Für all diejenigen, die sich sonst gewundert haben, warum die Spielzusammenfassung denn erst jetzt online geht. 55. Spielminute. Die erste Aktion des Spiels ließ auf sich warten. Es ist der FV Engers, der diese provozieren sollte. Langer Ball auf Vadim Semtschuk und Semtschuks Abschluss richtig stark, jedoch ans Außennetz. Stunde gespielt, wieder ein Standard für die Gastgeber, getreten von Christian Meinert, aber auch der Kopfball geht nicht in, sondern über das Tor. Thilo Krämer konnte so gerade eben noch am Torerfolg gehindert werden. Nächste Hereingabe, 63. Spielminute und jetzt aufgepasst. Das ist gut gespielt von Engers und dann mit ganz viel Glück landet der Ball im Tor. Der Abschluss vom gerade zuvor eingewechselten Jonathan Kapp ist nach 63 Spielminuten drin. Aber was ist eigentlich passiert? Hier die Ablage von Meinert auf Klappert. Dessen Abschluss konnte abgeblockt werden und der Abschluss von Jonathan Kapp ganz unglücklich abgefälscht. Jonas Bast fehlen nur ganz wenige Zentimeter, um diesen Ball abzuwehren. Und was ist die Antwort der Koblenzer auf diesen Ausgleich? Die ist nicht schlecht. Eamon Chalul taucht da frei vor Safil Tuzic auf. Dieser ist allerdings den Schritt schneller. Nur eine Zeigerumdrehung später, die TuS wollte es jetzt wissen. Das ist Grigic auf Erion Shaqiri und Justin Klein bedient Wingender. Ganz gefährlicher Kopfball, bei dem abermals nur ganz, ganz wenig fehlen sollte. Das Ganze 20 Minuten vor Schluss. Dann allerdings wieder der FV Engers mit ganz viel Tempo und mit Christian Meinert. Und der hat das Auge für Kapp. Doppelschlag für den FV Engers. 76. Spielminute. Jonathan Kapp dreht hier das Spiel und das ging zu schnell für die TuS-Defensive. Der Kapp, der trifft den Ball noch gerade so oder vielleicht gerade deswegen perfekt, schweißt das Ding in die Maschen zum 2:1.
Und Engers hatte sogar die Gelegenheit, hier noch einen draufzulegen. Flankenball auf Klappert. Der allerdings geht knapp am Tor vorbei. Die TuS jetzt natürlich mit dem Mute der Verzweiflung. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Jetzt warfen die Schengel alles nochmal nach vorne. Das ist Esmel auf der Außenbahn. Die Hereingabe gefährlich. Und dennoch zunächst einmal geklärt von der Bracke. Nochmal mit dem Auge für Shaqiri. Immer noch Shaqiri und Husic kann den Ball so gerade eben noch abwehren. Nur eine Minute später die nächste Gelegenheit. Und jetzt aufgepasst. Pistor wird zu Boden gerissen. Und über diese Szene, ja, über die müssen wir tatsächlich sprechen. Hier nochmal in der Zeitlupe zu sehen. Und ich sag, den kannst du geben. Pistor tatsächlich zu Boden gerissen worden. Da von Chris Meinert eine mögliche Elfmeterentscheidung blieb allerdings aus. Stattdessen weiterhin die TuS mit dem Mute der Verzweiflung. Grigic aus der zweiten Reihe erneut konnte Husic klären und der anschließende Eckball ging auch nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Das hätte es sein können. Stattdessen pfiff der Unparteiische nach dieser Aktion ab. Der FV Engers bezwingt die TuS Koblenz und schließt auf die Spitzengruppe auf mit einem 2:1 und einem Doppelschlag von Jonathan Kapp. Wir sind die Black Blue Schengel.